Brüderle, nun sag ich dir, du bist dumm wie Weizenbier. Obwohl, wenn man es genau betrachtet, tut man ihm ja Unrecht, dem Weizenbier. Wenn man so richtig bedenkt, wie viel Inhaltsstoffe Weizenbier enthält, stellt sich eigentlich gar nicht mehr die Frage, worin steckt mehr intelligentes Leben? Mit Sicherheit nicht in Brüderle. Oder wie soll man sich das erklären? Die Reaktion Brüderles auf die Ankündigung Papandreous. Ein Volksbegehren über den Schuldenerlass abzuhalten. Oder warum sagte Brüderle, er hält das Vorgehen Papandreous für sehr merkwürdig. Brüderle, wieso merkwürdig? Das ist Demokratie. Hast du dieses Wort schon einmal gehört, Brüderle? Demokratie, ganz in deinem Hinterstübchen. Demokratie ist das, was ihr Parteidiktatoren dem deutschen Volk seit knapp 62 Jahren vorenthaltet. Ja, ich weiß, in euren Gesetzen steht was anderes. Ihr wisst, was Demokratie ist. Brüderle, welchen Posten nimmst du eigentlich in der freien Wirtschaft ein, wenn du aus der Politik ausscheidest? Warten wir es doch einfach mal ab. Aber ich denke mal, da wird eine fette Fründe bei rauskommen. Aber warum wollen wir eigentlich über Brüderle reden? Chelas, macht weiter so. Und bitte zeigt dem Papandreou, dass ihr nicht gewillt seid, euch durch deutsche und französische Firmen, die in Europa die Lobby machen, an Investoren, Banken und ähnlichen Geldgeiern verkaufen lasst. Denn Privatisierung hat nichts mit Staatsführung zu tun. Privatisierung heißt nämlich, dem Bürger hohe Kosten aufbürden zum Nutzen einiger weniger Familien. Privatisierung kann nämlich nur klappen, wenn sie dementsprechend staatlich kontrolliert wird. Das soll sie aber nicht. Denn Kontrolle bedeutet weniger Dividende und Kontrolle bedeutet vor allen Dingen weniger Geld in die Taschen der Politiker. Also Chelas, halte durch und bitte lass dich beim Volksbegehren nicht von irgendwelchen dummen Sprüchen von Angela, Brüderle oder anderen deutschen Politiker beeinflussen. Die einzigen, die im Moment einigermaßen klar sehen, oder zumindest so tun, als wenn sie klar sehen, sind die Linken und die Grünen. Wobei, wie korrupt die Grünen sind, weiß man inzwischen ja auch. Nicht wahr, Herr Fischer? Okay, das war meine abendliche Ansprache. Schönen Abend noch und auf Wiedersehen in der Bananenrepublik Deutschland.